So, und jetzt ist das genauso, als wenn Sie eine jungfräuliche Zirkel-App vor sich haben. Sie haben die App also installiert und Sie würden die App starten. Das wäre auch hier bei dem Gerät, wäre das genauso gut der Fall. Auch hier könnte ich hier mich anmelden, hier bei dem Tablet, und würde dann eben hier, ich kann auch, glaube ich, mal das mit dem Testnetzwerk, kann ich auch mal zeigen. Mal schauen eben, wo habe ich jetzt dieses Testnetzwerk? Zirkelkonto bleibt weiterhin bestehen. Ja, ich müsste jetzt mal gucken. Jetzt habe ich mir das nicht hingeschrieben, wie das Netzwerk heißt. Das wäre natürlich jetzt dann noch eine Sache. Sonst könnte ich jetzt hier das Ganze noch einmal starten. Ich glaube, das mache ich auch einmal. Ich starte jetzt einmal die Zirkel-App. Also das heißt, ich hätte diese Zirkel-App installiert und ich habe mich angemeldet, registriert und ich bin jetzt ausgeloggt. So. Und auch wenn ich mich überhaupt noch nie registriert habe, denn das geht auch, ich starte die App und sobald ich diese Login-Seite sehe, dann kann ich alles das machen, was hier steht, nämlich noch kein Account registrieren, also diese Möglichkeit, ich könnte mich registrieren. Die andere Möglichkeit wäre, ich hätte das Passwort vergessen, dann könnte ich das Passwort zurücksetzen. So, das wäre die nächste Möglichkeit. Und eine andere Möglichkeit, das kann ich ja jetzt hier nicht lesen, wollen wir mal gucken, lassen wir uns das doch vorlesen hier von dem Männlein hier, was uns helfen will. Das ist der Text in Sprache-Button. Oder die Sprachausgabe, da tippe ich einmal drauf. Also, er hat gesagt, Probleme bei der Anmeldung, hier gelangen Sie zum Hilfebereich. Da könnte ich drauf tippen und könnte mir das Ganze jetzt erklären lassen, was ich denn jetzt hier machen sollte, wenn ich nicht weiter weiß. Das ist also die Hilfemöglichkeit. Ich wollte aber sagen jetzt, ich versuche jetzt mal, ob ich hier dieses Testnetzwerk einmal finde. Ich nehme einmal an, dass das erste Konto war, was ich eingerichtet habe, der erste Account. Deswegen werde ich hier das mal eingeben, die E-Mail-Adresse von dem ersten Account. Und ja, da ist schon die E-Mail-Adresse. Und dann das Passwort, was ich damals verwendet habe bei der ersten Einrichtung dieses Netzwerks. Ich denke mal, dass das hier auch das Testnetzwerk ist. Das habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Das wäre jetzt sinnvoll, dass ich das im Anschluss dann mache. So, auf meinem Notizzettel. So. So, und jetzt gehe ich auf Einloggen. Etwas ist schiefgelaufen. Entschuldigung, Ihr Passwort oder E-Mail-Adresse ist falsch. Bitte überprüfen Sie beide Felder und versuchen Sie es erneut. Wollen wir nochmal gucken? Ach, ich hab das letzte Zeichen vergessen, stelle ich gerade fest. Da müsste noch ein Sonderzeichen sein. Ach, jetzt hat er nur das Sonderzeichen geschrieben. Das ist natürlich dann doof. Muss ich normal eingeben, das Passwort, denn die E-Mail-Adresse ist richtig. Also, das habe ich nämlich gerade hier verglichen mit meinem Notizzettel. Diesen Notizzettel kann ich mir natürlich auf so einer kleinen Karte, so groß wie eine Visitenkarte, schreiben hinten und kann das Ganze dann im Portemonnaie beihaben, damit ich im Notfall dann eben auch hier mich einloggen kann bei einem fremden Gerät zum Beispiel. So, da. Also jedes Zeichen, was ich eintippe, müsste ich natürlich dann eben gucken, ob ich das oben richtig eingetippt habe in dem Feld hier. Also ich meine, diesmal so weit bin ich jetzt an der Stelle. Und jetzt das letzte Zeichen, das hatte ich vergessen. Mal schauen, ob es jetzt geht. Aha, Testnetzwerk, siehe da. Also ich kann auch mit mehreren Geräten gleichzeitig auf diesen Account sein. Denn dieser Account, das ist nur ein Server, wo eine Datenbank existiert von Firebase. Also geschrieben Firebase. Also das ist diese Datenbank und die ist auf einem Server. Und deswegen, diese ganzen Daten, die jetzt
auf dem Server sind, die kann ich mit jedem Gerät, wo ich die App Zirkel installieren kann, da kann ich das Ganze auch abfragen und entsprechend dann einbessern und benutzen. Hier beim Tablet kann ich zwar nicht mit telefonieren, deswegen sehe ich auch vielleicht irgendwelche Möglichkeiten. Hier steht so auch eher dieses der Hörer hier, als wenn ich also anrufen könnte. Das geht dann aber wahrscheinlich über Skype, glaube ich. Ich meine, irgendwo habe ich mit einmal, wenn ich das hier so sehe, dann wird, glaube ich, Skype aufgerufen. Aber mit Skype kann ich zum Beispiel keinen Notruf absetzen. Dann würde ich also hier jetzt weitergeleitet werden zu Skype, aber das habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert. Das müsste ich dann noch einmal schauen, wie das Ganze geht. So, jetzt habe ich hier neue Funktionen und so weiter, aber ich will das jetzt hier nicht machen. Ich tippe hier noch einmal in die Mitte und ich würde einmal hier dieses Fenster schließen von Skype und dann würde ich ja hier einmal zurückkommen hier zu meinem Fenster von Netzwerke. Ich kann auch einmal hier so dann runterziehen, wenn ich meine, das ist vielleicht nicht aktualisiert oder so. Aber jetzt befinde ich mich ganz normal hier auf Netzwerk und ich sehe das auch, wenn ich hier auf Pinwand drauf tippe. Und dann sehe ich ja jetzt hier irgendwelche Pinwand-Einträge, wenn hier welche sind. Das wäre hier zum Beispiel dann der QR-Code. Hier QR-Code von, tippe ich einmal drauf. So, das wäre der QR-Code von der Schulungsseite, meine ich. Sonianetz-Zirkel-Schulung oder Sonianetz-Zirkel-FAQ oder sowas. Das kann ich jedenfalls hier einscannen und dann komme ich hier auf diese Seite drauf. Das habe ich mir also hier drauf gemacht hier und ich kann mir auch hier das gleiche, was ich jetzt hier habe, kann ich natürlich hier die Pinwand hier abfragen, einmal von dem Testnetzwerk hier. Da oben steht nämlich, kann ich hier auch nicht lesen, mal lasse ich doch mal vorlesen. Leider habe ich jetzt den Lautsprecher hier nicht richtig dran. Also, er hat jetzt vorgelesen, Pinwand von Testnetzwerk. So, jetzt gehe ich.